Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Grim Dawn, wo wir feststellen, nein, da kommen wir nicht durch. So gar nicht. Aber dann frage ich mich ganz ehrlich, wo soll denn hier bitte noch dieser komische Tosi sein? Also dieser komische Harp hier. Ich meine, irgendwie... Also, ne? Verstehst du? Irgendwo muss sie doch sein. Hier ist ja überall nichts mehr. Hier geht's ja auch nicht runter. Also hier unten sieht es zwar nett aus, aber ich weiß nicht, ob man da wirklich runter kann. Sieht im Moment nicht so aus. Und es ist ja auch einfach mal alles erkundet. Hier oben ging es nicht weiter, da war zu. Hier ging es in den Dungeon rein, hier ging es auch nicht weiter. Hier stand Elsa, da ging es da oben ja auch nicht lang. Also... Ich wüsste echt nicht. Ah, da ist wieder Steps of Torment. Ich weiß ja nicht. Hier kommt man doch auch nirgendwo runter, oder? Also. Nee. Also hier sieht es ja echt so aus, als käme man da hin, aber da. Da ist ja nichts. Also da ist ja einfach Felsen. Nee, keine Chance. Keine Chance. Nee. Wobei es hier echt eine... Wobei... Kann natürlich auch sein, dass hier auch so eine Grenze ist, aber... Wo soll denn dieses Vieh noch stecken? Ich habe keine Ahnung. So, was ich jetzt mache, ist, ich gehe erstmal hier zurück nach Old Akovia. Und dann gehen wir nochmal nach Süd... Ja, Moment, ging das so einfach? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Da will ich nämlich hin. In die Akovian Undercity. Muss ich nur mal gucken, was da der schnellste Weg ist. Ich glaube, der wird... Ach, Moment, ich kann ihm ja hier noch dem einen Typen von Elsa erzählen. Kann ich das? Oder war das in... Ach, nee, das ist total in Devil's Crossing. Ah, mache ich dann bei Gelegenheit. Ja. Gut, dass es jetzt gar nicht lang gelaufen ist. Stand da gerade jemand? Nee. Da, wer ist hier eigentlich? Ach ja, das war die Geschichte, ich erinnere mich. Ach, dann kommen wir von der Akovian Undercity von hier nach da und dann kommen... Also irgendwie... Also das hätte ich ja dann natürlich... Ich weiß nicht mehr, wo das Portal war. Hätte ich vielleicht auch einfach haben können. Naja, egal. Egal, egal, egal. Und wir düsen im Sauseschritt und nehmen den Loot noch mit von der Kartoffel. Ja. Manolo. So. Hier. Hinein. Ein Weg hinein. Ach Gott. Ich geh mal hier lang. Na, die steigen auch in der Tat ein bisschen im Level mit. Das finde ich ganz gut. Dann gibt es hier noch ein bisschen XP. Schaffen wir vielleicht doch noch. Na klar. Doch noch ein Levelchen. Wir
können uns dann doch nochmal irgendwie in diesen Torment-Dungeon wagen. Der reizt mich ja schon ein bisschen. Wenn da am Ende wahrscheinlich nur graubraune Steine auf mich warten. Aber gut, ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. So, da waren wir ja schon überall. Ich gehe jetzt einfach mal... Ich weiß auch noch nicht, ob ich das Ding hier wirklich komplett erkunden möchte. Also ultra spannend ist es dann halt irgendwie auch nicht, ne? Also, mehr vom Gleichen, möchte ich sagen. Alter, dass der immer direkt diesen Scheiß einsammelt. Das ist wie Captain Janeway. Müll von der Straße aufheben, ganz weit oben. Ja. Ich finde, sie hätten auch gerade in so Dungeons ein bisschen mehr mit Hintergrundmusik arbeiten können. Das geht hier mal total unter. So, hier komme ich überall nicht durch. Sehe ich das richtig, ja? Hier auch nicht. Doch, hier. Nee. Hier auch nicht. Gut, dann... Ich sag dazu einfach nichts. Ich sag dazu nichts. Mehr Geister. Ektoplasma, yippie-yay. Haben wir das dann komplett? Waren das nur drei Teile oder brauchten wir da vier? Ich bin mir nicht sicher. Gleich mal gucken. Erst diese Geisterparade hier beenden. So, du auch noch weg. Zack. Ektoplasma. Komplett. Ja, ist ja dann auch eher was für Magier. Mit 20% Energy. Aber nun ja. Eine Kiste. Es mag dort wohl herinnen sein. Wir haben super lange, fällt mir gerade auf, super lange kein Unique mehr gefunden. Es ging im ersten Akt noch Affi Schnitzel und jetzt hier irgendwie nix. Ab und an mal ein Rare, aber sonst ist in der Hinsicht mal tote Hose, möchte ich sagen. Aber auch alles mit Energy und Energy finde ich leider nicht so geil. Tut mir leid. Okay. Polished Emerald zur Abwechslung mal wieder. Haben wir ja auch bislang ganz wenig von. Denn jetzt alle her hier? Oh, noch eine Kiste. Jawohl. Ah, Searing Ember haben wir ja auch nur ganz wenig. Wobei, da habe ich ja einen von verkauft.
Soll mal okay sein. Der Ring. Boah, Total Damage, ganz nett. Aber Spirit ist halt so. Braucht wieder keiner. Spannung ist kaum auszuhalten. So, wie zur Hölle kommen wir denn jetzt eigentlich darüber? Hier wohl nicht lang, oder? Ist ich da echt ganz hinten rum? Hab ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Hey, Scrap Metal. Super. Ah, na komm, falls geht. Crafte ich mir Essbesteck draus. Oder ein kleines Peitschenset. Das sieht, finde ich, auch irgendwie mal nach so einem kleinen Selbstbau-Peitschenset aus. Dann ich feststelle, dass ich doch noch irgendwo hier Lutra the Abandoned finde. Dann mache ich mit der einfach ein Sexstudio auf. Also ich finde das... ich finde das super. So, Harpyien-Pornos ist doch auch noch bestimmt total die Marktlücke, oder? Also, mir wären zumindest keine bekannt. Wobei ich es auch nicht ausschließen möchte, ne? Rule 34. Ach, egal. Lassen wir das. So, jetzt gehen wir da hinten rum, aber eigentlich... Naja, egal. Egal. Interessiert hier ja eh keinen, was ich will. Was liegt hier noch? Nix. Toll. Könnte ich das nicht gerade noch anklicken? Seltsamer Laden. Juhei. Ich kann sagen, so weh, da gibt es jetzt keine Verbindung, echt. Ja, gehen wir doch hier nochmal hin. Das bei mir noch kurz ein bisschen auf. Dann gehen wir hier aber auch wieder raus, weil ganz ehrlich, da hinten, ach, ich weiß nicht. Da wirklich noch ernsthaft was kommt. Ich meine, da ist natürlich noch ein bisschen, ne? Aber. Ja, wobei so wahnsinnig viel würde wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, reizt es mich nicht so. Die Luft ist raus, möchte ich sagen. Jetzt, dadurch, dass auch irgendwie... Hier sind die ganze... Ach, okay, das gehört wahrscheinlich noch mit zu der Quest, wo ich diese drei Bücher finden muss. Oder gehörte, eher gesagt. Das hätte ich auch hier unten machen können. Okay. Was haben wir hier noch? Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wenn hier immer so guckt, Physical Damage 19 bis 48 und dann da 20 bis 31 und dann vergisst man aber diese 13 bis 31 Pierce Damage. Dann ja sich doch mal dezent bemerkbar machen. So, jetzt kommen wir hier wieder raus und dann steht da wieder der Typ. Und der sagt uns, ja Mensch, beende doch den Spaß mal, aber... She lives in the Broken Hills, among the ruins of our city. Okay. Gehen wir da halt nochmal hin. Wobei, ganz ehrlich, dann nehme ich jetzt das Riftgate für. Riftgate Broken Hills, so. Also es muss hier ja einfach irgendwo sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die übersehen habe.
Hier ist auch schon gleich kein Broken Hills mehr, ne? Oder? Oder nicht? Oder doch? Ja, aber hier kommen wir ja auch. Ist die vielleicht nachträglich erst hier oben gespawnt? Da waren wir dann schon. Hier ist ja auch noch überall Broken Hills. Aber ich sehe hier auch keine Ruinen. Sag mir das Questlog da noch mehr? Nee. Nicht wirklich. Eine merkwürdige Sache. So, hier ist auch mal total Schicht. Okay, und hier ist Twin Falls. Hm. So, dann... Also ganz ehrlich, irgendwie, ich... Ey, Mann, bin ich jetzt blöd? Übersehe ich hier irgendwas? Da kamen wir überall nicht runter. Damit kommen wir dann da auch offensichtlich nirgendwo hin. Immer noch dieser komische Tempel. Hier hinten könnte ich nochmal gucken, aber... Ach, meinst du jetzt ernsthaft? Ich glaube irgendwie nicht. Dass Ruinen und sowas hier auf dieser Karte total eingezeichnet sind. Yay. Aber bei Ruinen sehen ja dann auch irgendwie mehr so aus, ne? Also mit so ein bisschen eckigen Formen. Und das haben wir ja, also nur hier. Und hier war dieser komische Trollgedönse. Also, jetzt, nee, knipp, knipp, knipp. Ist auch nirgendwo weiter, ne? Nee. Nee, mal ganz sicher nicht. Da vorne stand Elsa. Da ging es aber hier oben ja offensichtlich auch nicht weiter. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal hin, auch wenn ich es eigentlich besser weiß. Wobei, ne, wenn wir schon mal hier sind, gucke ich jetzt mal nach hier unten. Ach was. Gut, so viel dazu. Ah, ein Traum. Na, wenigstens haben wir sie gefunden. Ich kann nicht daran vorbeilaufen. Na, egal. Gott, ich kann ja gar nichts. Droppt auch entsprechend Scheiße. Gut, dann würde ich sagen... gebe ich diese Quest in der nächsten Folge zurück und gucke dann nochmal, auch wenn wir jetzt nicht wirklich weit aufgestiegen sind, in den Torment Dungeon rein, gucke, ob wir da ein bisschen weiterkommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein und tschüss.